Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Im letzten Part, da haben wir so die ein oder andere Info bekommen. Das ist die erste. Der Präsident ist jetzt erstmal von uns gegangen. Und der hat halt von den Patriots geredet. Also die Patriots soll anscheinend eine riesengroße, ich sag's mal, Gruppierung sein, kann man das, glaube ich, so sagen? Ja, so eine große Gruppierung, wo jeder machen kann, was er will. So kann man das sagen. Wir müssen auch eine Emma Emmerich finden, die, ich sag's mal, das ganze System sich auskennt und so. Da wissen wir ja auch schon mittlerweile, wo wir hin müssen. Genau da, wo wir ja eben geschwommen sind, um die Nikita zu holen. Bloß auf der anderen Seite vom Gebäude. Gehen wir es jetzt rein? Danke. Ich dachte schon, da wird nichts mehr. Naja, auf jeden Fall müssen wir dazu Emma Emmerich finden oder hingehen oder einmal durch ihn schwimmen. Und ja, dann haben wir noch Snake wieder herausgefunden, der ja, die ja auch gesichtet worden sind, also er und Otagon. Verdammt, Kreis, das sind natürlich X. Also alles sehr, sehr, ja, durcheinander, ein wildes Durcheinander, was da jetzt mittlerweile alles mal rauskommt. So. Ja, da nach unten müssen wir hin. Ich habe ja schon im letzten Part gesagt, dass ich ja diese Schwimmpassage ja so wunderschön finde. Es gibt nichts Besseres. Ah, okay, da kriegen wir nochmal gleich einen Anruf. Raiden, are you reading me? This is Otacon. What's your situation? Wet and miserable. This place is flooded. The seawater that's been pumped up is pouring into the building. I see. Listen, there's something I have to tell you about EE. Don't worry about her. I'll get her out. She's afraid of water. What? Yeah. When she was 6 years old, she almost drowned with my father in our swimming pool. She can't swim? Well, yes and no. We used to swim a lot together when we were kids. In fact, she swam like a fish until that day when she almost drowned. When the accident happened, I was in my room. I learned later that EE was calling me for help. She didn't doubt for a minute that I'd be there. You could see the pool from my room, but I didn't realize at the time that she needed my help. What were you doing? I was... So Emma survived the ordeal? Yeah, but my father didn't. So you blamed yourself and left your family? No. EE seems to believe that was the case. The fact is, I betrayed her. And you think she can't swim because of the traumatic experience? I haven't seen her since that day, but yes, I think so. I got a letter from Julie, her mother, after they moved back to England. In her letter, she mentioned that EE couldn't swim anymore, that she refused to even wear a bathing suit. Damn, if she still can't swim, we're in trouble. Level B1 in the core is pretty much flooded. Look, maybe you can help her overcome the trauma. You want me to help her get over it? It's still gonna take some time to repair the Kamov. Sorry, kid. Emma's rescue is up to you. Thanks. An underwater mission. Well, this is a first. Look, I'll see what I can do. I suggest that you drum the map of the building into your head, because you won't have time to look at it when you try to bring Emma out. I'm counting on you, Raiden. I covered most of the core when I had to take out the C4s. If there's anything you need to ask me, call me on the Codec. I'll do that. Gut, auch eine Info, die wir ja sehr gerne haben wollten. Die gute Emma kann nicht schwimmen. Das freut uns doch. Das freut uns doch alle sehr. Nicht wirklich. Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Aber naja, auch sowas muss es ja geben, ne? So, dann gucken wir nochmal. Wir müssen auf jeden Fall... Oh, danke. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, regelmäßiger irgendwie oben an dieser Fläche zu gelangen. Ich finde es aber auch super, dass die Info... Aha, da sind Bomben. Und da ist eine Ration. Oh Gott, Hilfe. Ist noch was? M4-Munition?
Okay, ich dachte, da wäre irgendwas noch. Da, zurück, 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 zurück. Hi. Oh Gott. Weil das Problem ist, wenn wir uns auch von den, ich sag's mal, den Bomben erwischen lassen, kriegen, verlieren wir ja nicht nur Leben, sondern auch O2, logischerweise. Also das ist klar wie Kloßbrühe. Ich wollte da noch mal kurz durch. Ja, da müssen wir sogar auch durch. Ah Gott. Ja, das meinte ich ja perfekt. So. Wir müssen gleich. Ich glaube, wir müssen da lang. Ja, müssen wir sogar. Wird aber gut auf der Karte angezeigt. Oh Mann. Ryan. Ryan, was machst du da? Oh Gott, ja. Hi. Das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Der gute Peter Stillman ist da. Ah, das ist doch wunderbar. Also bis jetzt haben wir so viele Sachen herausgefunden, die wir alle herausfinden wollten. Oh Gott, oh Gott. Also ich kann euch hier wirklich schon mal sagen, du kannst sehr leicht. Okay, wir haben das Dinger Bullet. Du kannst halt wirklich sehr leicht den Überblick verlieren. Und wir haben eine neue PSG 1. Tatsächlich. Können wir ja gleich mal gucken. Also wie gesagt, ich kann euch da wirklich nur empfehlen, wirklich auf die Karte zu gucken, weil ihr seht es. Du kannst wirklich sehr schnell den Überblick verlieren. Ah, jetzt geht doch. Hilfe. Danke. Wie gesagt, einfach auf die Karte gucken. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weil, ihr seht es ja, das ist. Ah, das ist doch. Plus noch die. Ah, plus noch diese Wassersteuerung, ne? So. Geht mir ja wirklich tierisch auf den Sack. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Oh Gott. So. Dann gehen wir doch da mal durch. Still ticking, huh? Unfortunately, hell had no vacancies. Just ahead. She is of no use to us now, but she served us well as the live bait for the big catch. Crazy Ivan sometimes speaks the truth. Emma's alive? She was some time ago, but the flooding has become quite serious. I wouldn't be surprised if she's a mermaid now. What?
Did you really think killing the president would prevent a nuclear strike? Think again. I didn't do it. Arsenal is still armed with a purified hydrogen bomb. Purified hydrogen bomb? This is no ordinary nuclear bomb. This weapon is capable of heavy hydrogen nuclear fusion using lasers and magnetics to generate heat-insulated compression. It was a top-secret project initiated by the current president, and Solidus has no idea of its existence. The clean thermonuclear bomb is at an experimental stage and is handled differently. Specifically, it becomes launch-capable when Arsenal is activated. A nuclear threat still exists. 6 months ago, we lost everything we believed in. We were abandoned to take the fall in their cover-up. We were labeled as killers, responsible for the mass murder of civilians as well as our own allies. And the public believed every word, turning a deaf ear to whatever we had to say to the contrary. Our only goal is to wipe them from the face of the earth and destroy this world of deceit they have created along with them. You're insane. Insane? We might be the only ones telling the truth. Final check for activating Arsenal has been completed. All Arsenal personnel report to your stations. Well, it sounds like Arsenal's ready to go into operation. Damn it! You're still hoping that the girl can install that virus you're carrying around, aren't you? It's a shame you're not going to be around long enough to hand her the program. That isn't seawater, you know. It's a byproduct of the microbes contained in the pool. Buoyancy is practically non-existent thanks to the high oxygen content. Once you fall in, you don't come up. Take a good look at your grave. Show me what you've got. Okay, der Bruder Vamp ist am Start. Ja gut. Dann nicht. So. Ja, der gute Vamp, wir dürfen nicht ins, in den wunderschönen, ins Wasser rein, haben wir ja gerade von ihm erfahren. Auch nicht die Nähe, weil... So. Weil der gute... So, wir machen das einfach mal so. Weil, wie gesagt, wenn wir da wirklich einmal reinfallen ins Wasser, dann sind wir halt... Ja. So, zack. Wir machen... Ich mag das immer gerne mit der Stinger. Weil wir können ihn einmal... Oh, da oben ist er ja. Hilfe. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe! Weil diese Messer machen Aua. So, fuck. So. Wir müssen hoffen, dass der da irgendwie zu sehen ist. So. Ich glaube, das dauert ein bisschen zu lange. Wir nehmen mal dann mal kurz. Ja, die. M4 müsste das sein, ne? Ja. So. Zack. Eieiei. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Ja, der könnte sich jetzt ein bisschen ziehen, weil... Weil, wie gesagt, es ist halt... Ja, weil, wie gesagt, ihr seht es ja, ich habe ein bisschen meine Probleme, irgendwie diesen Bosskampf zu bewerkstelligen. Also, das ist so... Mein größtes Problem. Ha. So, zack. Es klappt ja.
Oder so, dann nehme ich nochmal die Dinger. Nein, da sind wir falsch. So, da. Das ist ein gutes Dinger. So. Wir machen ja gut Schaden, ne? So ist es jetzt nicht. Also, wenn man ist jetzt nicht. Okay, Bruder. Dann. Hilfe. Ah, diese Messer. Ah, das ist das Problem. Ich habe immer meine Probleme mit Vamp. Dann nehme ich mal kurz eine Ration. Ah, verdammt. Ah, wieso? Oh Gott. Ja, es war nur eine Frage der Zeit. Hilfe. Au. Oh Gott. Das läuft ja okay. Das läuft jetzt nicht so. Das läuft jetzt nicht so wie geplant. Würde ich jetzt einfach mal so schwer behaupten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich weiß. Wo kommt der denn raus? Müssen wir jetzt erstmal so abwarten. So, geht doch. So, Anfang war gut, jetzt was war das denn? Au, au, au. Ah, ich glaube, ich habe mich jetzt noch nicht getäuscht oder so. Ah, okay. Dann war es wahrscheinlich, wo ich nur zack. Ah, auch nicht mehr lange, dann haben wir ihn bald. Ja, kurz noch hier. So, Granatwerfer. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay, okay, okay. Okay, okay, wir haben jetzt alle Rationen aufverbraucht, das erste Mal. Ja, bleib mal locker, Kollege. So, jetzt. Okay, nicht mehr viel. Da, Hilfe. Das habe ich auch schon wieder vollkommen vergessen. Dass er das auch noch wirft. Oh, schade. Ah, verdammt. Kurzes Leben. Na, wir haben keine Ration mehr. Ach, verdammt. Nein. Okay, wir sind das... Nein. Ah, verdammt. Okay, wir müssen... Verdammt! Das erste Mal! Sind wir jetzt gestorben? Komisch. Na ja, wo denn? Ja, das ist das Problem, ne? Wir haben halt... Oh Gott. So. Ja, das war auch mein Fehler, ne? Aber... Ah, das ärgert mich! Ja, bis dato sind wir halt wirklich nicht einmal gestorben. So. So, zack. Immer weiter, so. So. Ja, halt eigentlich immer in Bewegung bleiben und mein Ziel ist ja eigentlich mit der Stinger. So, immer aufs Wasser.
Weil so kannst du ihn am besten rausprovozieren. So, zack. Das geht. Ha, warum haben wir das? Jetzt ärgert mich das, dass wir das natürlich nicht von Anfang an gemacht haben. Ah, okay, wir haben jetzt kein... Ja gut, wir haben jetzt keine Sticker mehr. Aber wir haben ja dafür noch das. Ich glaube, das funktioniert. Ah, das geht. So. Müssen wir jetzt halt so. Gott, Hilfe. Ja, da ist er ja. Ah, verdammt. In der Hoffnung, dass er da irgendwie... Ja, er. So. So sieht's aus. Zack. 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 Verdammt. Ja, jetzt haben wir's. Colonel, they've apparently completed the final check procedure for Arsenal gear. Find Emma on the double. You've got to get her to install the virus program that the President gave you. When you find her, take her to the computer room on level B2 in the core of Shell 1. Snake, did you catch all that? I didn't make it on time. Arsenal's going active. Yeah, I heard. The hostage rescue's gonna have to wait. I'm going after Emma. We'll secure the computer room. Looks like we can't install the virus program without Emma. Can't your partner do it? I would if I could, but the security for this system is no joke. I need more time. That's why we need her. Understood. I'll make sure you have your family reunion. What's up? A lot of years have passed between EE and me. Then you should see her, right? I don't have the right to see her. We can talk about this later. Raiden, I think you'd better get moving. Emma's in the locker room to the north, right? I'm on it. So, jetzt haben wir, ja, Vamp besiegt und so läuft es eigentlich ab. Ich weiß nicht, was ich davor falsch gemacht habe. Aber naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall eigentlich mit der Nikita. Okay, man könnte so... Okay, das wusste ich noch gar nicht, dass das so geht. Okay, auch gut zu wissen. Und dann müsstest du eigentlich da rein schießen. Die ganze Zeit, bis dann Vamp halt, ich sag's mal, aus seiner Höhle herausgekrochen kommt. Oder halt eben mit den Raketenwerfer. Aber naja. Ja, mich ärgert es ein bisschen, weil wie gesagt, wir waren so kurz davor. Oder sahen eigentlich sehr gut aus. So. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nochmal kurz eben zu Emma schwimmen werden. Was ist das? Okay, ist die AK-47U. Wie gesagt, dass wir nochmal kurz zu Emma hinschwimmen werden. Ach, da ist er noch. Ich will noch mal weiter gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was man, ich sag's mal, aufsammeln kann. Weil wenn ja, möchte ich es haben. Ah, wie zum Beispiel eine Body Armor. Nein, 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 nein. Hilfe, Hilfe, hoch, hoch, hoch. Ho, 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 ho. Danke.
So, wir haben eine Body Armor. Das heißt, wir können jetzt weniger Schaden erreichen. Ist wie bei Resident Evil. 4. Eine Body Armor ist immer gut. So. Dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal kurz rein. Und aktivieren die Note. So. Ja, Exit. Und dann würde ich aber sagen, dass wir dann mal speichern werden. Jack, do you need to save? Ja, muss ich. Ich weiß nicht, also ich verstehe die Frage nicht. Ich habe gerade gegen einen verrückten Vampir gekämpft. Ich muss jetzt gerade unter Wasser. Also ja, ich möchte speichern, Rose. Jack, about trying to break into your room. Rose, just forget about it. No, listen to me. I said I did it because I was worried about you, but it wasn't just that. What? I was suspicious. I thought there might be someone else. Someone else? Another woman. Rose. I really thought so, because sometimes you're so horribly cold. You know I wouldn't. I'm serious. Sometimes I feel like you're pushing me away. So I... Did you get in? Yeah. Are you satisfied now? There wasn't anyone there, was there? No. No, there was no one there. There was absolutely no one in your room. Not another woman, not me, not even you. Rose. I'm sorry. I just wanted to apologize, that's all. Talk to you later. Gut, die gute Rose ist jetzt auch noch eifersüchtig. Ja, also, ja, manchmal möchte ich doch nicht in Ryans Haut stecken. Weil, ja, der hat hier mit der normalen Mission schon irgendwelche Probleme. Dann auch noch mit Rose. Das läuft doch alles perfekt. Naja, ich hoffe, ihr hattet wieder sehr viel Spaß beim Anschauen dieses Parts. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, das Ganze für euch aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag und Mittwoch wieder zu Crash Bandicoot 4 It's About Time am Montag. Am Mittwoch hören wir uns dann wieder zu Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, wo wir versuchen, Emmerich zu retten. Und schaltet auch unbedingt diese Woche Freitag und Sonntag ein bei dem guten Rufen. Da bringt er Assassin's Creed Black Flag. Und dann würde ich erstmal sagen, hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Tschüss und bis dann.